Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und nach der Werbung zeigen wir Ihnen, wie eng am letzten Wochenende die ganze Welt zusammengerückt ist. Da stand dann plötzlich die Tower Bridge neben dem Eiffelturm und das Taj Mahal direkt neben dem unteren Tor. Gleich mehr dazu. Willkommen zurück. Schauen Sie mal, was ich während der letzten 3 Minuten gebastelt habe. Ja, genau aus Lego. Okay, ich muss zugeben, ich bin kein Profi. Aber am letzten Wochenende haben wir die Vollprofis rangelassen. Die Lego-Experten von Bricking Bavaria haben in der Neumarkter Jura-Halle einige tolle Modelle ausgestellt. Und die sehen wirklich deutlich besser aus als das hier. Und wir haben während des Beitrags getestet, wie lang man Steine stapeln kann. Die Zeit läuft für die Turmbauer. Und während sie ihren Wolkenkratzer entstehen lassen, sehen wir uns die fertigen Modelle auf der Lego-Messe an. Highlight war natürlich die Nachbildung der Neumarkter Marktstraße. Mit viel Liebe zum Detail hat der Neumarkter Herbert Meyer auf einer Länge von 18 Metern das Herz der Altstadt nachgebaut. Eine Bauanleitung gab es für dieses Projekt natürlich nicht. Als Vorlagen wurden Fotos von den Originalgebäuden benutzt. Geschätzte 150.000 Steine wurden in diesen Häusern verbaut. Dementsprechend kann man sich vorstellen, wie oft den Bauherren das Material ausging und sie Nachschub besorgen mussten. Man schaut sofort auf Bricklink, das ist eine Internetplattform, wo man seine Steine bestellen kann, oder auf eBay. Klappert alle Flohmärkte ab, Tauschbörsen, besucht Lego-Veranstaltungen wie hier. Gibt es immer wieder Händler, Flohmärkte, wo man sich seine Steine auf jeden Fall günstig beschaffen kann. Neben einem Teil von Neumarkt konnte man noch andere Ministädte und Denkmäler entdecken. Eine Weltreise in der Jurahalle. Traum eines jeden Bauherrn ist es natürlich, die eigene Lego-Welt aus der Männchensicht zu erkunden. Lego-Fan Thomas Reise machte diesen Perspektivenwechsel möglich. Mit einem eigens gebauten Kameraeisenbahnwagen. Also die Idee war ursprünglich, dass ein Kollege gefragt hat, man könnte mal sowas machen wie Street View. Und das war kurz vor der Ausstellung in Berlin. Und dann dachte ich, ja gut, mit dem Auto ist es noch ein bisschen schwieriger zu realisieren. Ich hatte dann die Idee, das mal mit dem Eisenbahnwaggon zu machen. Übrigens gab es gegen dieses Bahnprojekt keine Proteste der Lego-Bevölkerung. Und dennoch schlug das Imperium zurück, mit voller Härte eines Bauklotzes. Ich überbringe die Grüße des Imperiums. Danke. Bei der Entstehung eines anderen Modells, einer Tower Bridge mit über 4000 Teilen, gab es sogar Unterstützung von den Ausstellungsgästen. Und wir schauen noch kurz zu unseren Towerbauern. Ja, sieht gar nicht mal schlecht aus. Der Turm hat schon eine beachtliche Höhe erreicht. Respekt, Herrschaften. Ach, wenn doch in Neumarkt alle so zackig bauen würden.